Ja, herzlich willkommen bei Inakustik, bei einem weiteren Video. Wieder mit dabei ist Holger Wachsmann, mein Name Dieter Ammann. Ja, bevor wir zu den Steckkontakten kommen, Holger, wie ich im letzten Video ja angekündigt habe, wollen wir vielleicht nochmal über das wichtigste Element, dem Leiter, sprechen. Mhm. Wir haben da zwei verschiedene Materialien, mit denen wir in der R-Helix-Konstruktion arbeiten. Einmal arbeiten wir mit dem hochreinen und purem Silber. Mhm. Das lege ich aber gleich wieder auf die Seite, weil das Silberkabel, das sollte man mal separat behandeln. Warum Silber und kein Kupfer oder warum Kupfer und kein Silber? Das ist ein eigenes Thema. Das ist ein eigenes Thema. Deswegen, da kommen wir später irgendwann mal drauf zurück. Aber jetzt konkret über den Leiter. Ich habe hier den Leiter des Lautsprecherkabels in der Hand. 32 Drähte, die quasi über oder um ein Kern geflochten werden. Mhm. Aber da hast du dir ja was dabei gedacht, Holger, wo du das konstruiert hast. Mhm. Deswegen möchte ich dir das Stückchen Draht und Leiter einfach mal rübergeben. Mhm. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern mal genau erklären, was deine Hintergründe für diesen Leiter sind. Ja, klar, sehr gerne. Ja, wir haben ja zum Thema Kabel schon verschiedene physikalische Effekte kennengelernt. Das ist beispielsweise die Leitungskapazität. Da haben wir uns im Zusammenhang mit der Isolation intensiv auseinandergesetzt. Wir haben das Thema Induktivität, auch das werden wir sicherlich irgendwann mal behandeln. Separat dann, ja. Genau. Wir haben den Leiterwiderstand auch schon mal kurz angerissen gehabt. Und um den geht es hier natürlich bei dem Leiter selber. Wir haben hier zunächst mal ein Kupfer, was eben ein sehr guter Leiter letztendlich ist. Aber es gibt eben verschiedene Effekte auch bei dem Leiter selber. Das eine ist ein sogenannter Skin-Effekt, kommt aus dem Englischen, Hauteffekt heißt das. Der beschreibt eigentlich nichts anderes als, dass ein Leiter, wenn er also mit einem Wechselstrom beaufschlagt wird, dass mit steigender Frequenz durch Wirbelströme, die im Leiter entstehen, der Stromfluss immer mehr auf der Oberfläche stattfindet. Das heißt also, dass höhere Frequenzen gar nicht den gesamten Leiterquerschnitt nutzen können. Oder wenn wir im Audiobereich bleiben, also tiefe Töne können quasi den gesamten Leiterquerschnitt nutzen, während eben hohe Töne, hohe Frequenzen quasi nur noch die Leiteroberfläche nutzen können. Jetzt wird der ein oder andere Hochfrequenztechniker an der Stelle möglicherweise schmunzeln. Aber was man da halt gerne außer Acht lässt, ist, dass sie halt gerade im Lautsprecherbereich, wir haben halt sehr niedrige Abschlussimpedanzen. Also ein Lautsprecher stellt fast einen Kurzschluss dar für die Quelle. Mhm. Der hat irgendwie 2, 3, 4 Ohm Impedanz oder sowas. Während wir halt bei Hochfrequenzanlagen sehr viel höhere Impedanzen haben. Und dieser Skin-Effekt, der macht nicht bei einer bestimmten Frequenz plopp und er ist da, sondern ist ja durchgängig vorhanden. Das kontinuierlich steigt ja eben. Und jetzt geht es halt darum, wir wollen eben einen Leiter haben, der sich in unserem relevanten Frequenzspektrum möglichst linear verhält, unabhängig davon, was da für eine Abschlussimpedanz dran ist. Und deswegen kamen wir eben auf diese Konstruktion hier. Was wir hier gemacht haben ist, wir haben eben diesen Kern, der elektrisch nicht da ist, also da kommt auch der Begriff her, Hohlleiter, also er ist nicht leitfähig, das heißt elektrisch gesehen ist er nicht vorhanden, sodass quasi die tiefen Frequenzen, die ja den Kern mit nutzen könnten, dort gar kein leitfähiges Material vorfinden. Das heißt also, alles spielt sich nur noch auf der Oberfläche ab, auch die tiefen Frequenzen können nur auf der Oberfläche übertragen werden, weil ja kein Kern vorhanden ist. Und so verhält sich der Leiter eben sehr neutral und eben unterm Strich auch klangneutral. Das mal so zur Grundkonstruktion, eben zu dem Hohlleiter. Jetzt haben wir hier noch verschiedene andere Finessen dran. Das eine ist, wir erinnern uns in der R-Technologie, die Leiter sind ja in Luft gebettet, also wir haben diese Luftisolation. Jetzt reagiert Kupfer eben sehr schnell mit Luft, also er oxidiert, der Leiter oxidiert, also der muss geschützt werden irgendwie. Deswegen ist jeder Draht mit einer ganz dünnen Lackschicht versehen, einfach um erstmal das Kupfer zu schützen. Wir wollen ja Kabel haben, die auch... Die Oxidation hätte dann ja schlechtere Leitung. Erstens das und das Kabel soll ja auch viele Jahre Spaß machen. Ne? Genau.
Und ein zweiter ganz tolle Lösung, die wir damit haben, wenn wir jetzt hier quasi einen Strom durch den Leiter schicken, dann tun wir nichts anderes als Elektronen anstoßen, die dann eben in einer Art Kettenreaktion sich durch den Leiter durchschieben. Und überall da, wo Kontaktstellen sind, kann es eben passieren, dass die Elektronen von einem Draht zum nächsten rüberspringen, was so ein gewisses so ein Rauscheffekt mit sich bringt, was wir natürlich im Audiobereich auch nicht haben wollen. Und durch diese Lackschicht, die wir hier auf den Drähten haben, verhindern wir das. Das heißt also, die Elektronen, die hier angestupst werden und die im Draht sich bewegen, die bleiben auch in dem Draht und werden nicht dann oder können nicht zum benachbarten Draht halt rüberspringen. Ja. Bewegen sie sich dann auch dementsprechend schneller? Ja, kann man so sagen, wie so eine Art also eine Aufhäufung quasi von den Elektronen, die verhindert man damit. Und wir haben eben einen Leiter, der eben sehr direkt auch das Signal verarbeiten kann und sehr punktgenau auch die Signal, also die Energiemenge auch letztendlich punktgenau am Ende des Kabels dann zusammenführt. Ne? Zum Empfänger bringt dann. Genau. Mhm. Ja, und dann gibt es eben diesen Leiter in verschiedenen Ausführungen, je nachdem, ob wir das in Lautsprecherkabel einbauen oder eben in NF-Kabel, Digitalkabel, wie auch immer, arbeiten wir eben mit verschiedenen Drahtdurchmessern, verschiedenen Anzahlen von Drähten, um das eben an diese Anwendung auch anzupassen. Mhm. Ne? Ja, das ist prima. Unser Leiter, den wir eben in der R-Helix, in der R-Technologie verwenden. Ein nicht unwichtiges Teil des Kabels. Genau, ohne geht nichts. Ja, super, Holger, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wir sind jetzt fast schon in der Konstruktion der R-Technik am Ende. Jetzt kommt noch das wichtige kleine Teil, der Stecker, der Übergang quasi oder das Verbindungselement zwischen den elektronischen Komponenten, dem Kabel zum Lautsprecher. Mit dem beschäftigen wir uns jetzt dann im Folgevideo. Mhm. Bis dahin vielen Dank für Ihr Interesse und wir freuen uns, wenn Sie uns weiter zuschauen. Vielen Dank.